Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda A Link to the Past. Das letzte Mal sind wir in den Schildkrötenfelsen reingekommen, haben mit der Superbombe ein bisschen was freigesprengt und uns das Schwert Level 4 geholt und Silberpfeile. Jo, dann würde ich mal sagen, holen wir uns die Plattform und fahren los. Nächste Station. Höhlenausgang. Irgendeiner. Weiß nicht, was für einer. Ein Kompass. Bäh. Glück gehabt, dass die Tour das abgefedert hat. Ah! Das ist fies. Ouch. Ja, jetzt weiß ich, wozu mein Ding und wozu mein Umhang gut ist. So, rein. Oder auch nicht. Puff. Zieht Magie ohne Ende, aber es bringt nichts. Das ist klasse. So ein Mistvieh. Ja. Blöds Vieh. Du blöds Vieh. Ach genau, ja. Das kann ich auch machen. So. Ende. Lup. Welches ist das hier? Komm her, Schädelchen. Komm her, Schädelchen. Ich werf dir gleich einen anderen Schädel ab. Dann passt es auch schon. Jo. Bist ja braver Schädel. Sehr gut. Was habe ich gebraucht? Bumm. Wie man sieht, hat dieses Schwert so einiges auf dem Kasten. Mehr als so die gewöhnlichen Schwerter. Und ja, lasst mich mal fix hier rüber schauen. Ein bisschen Magie, ein bisschen Pfeile. Was haben wir sonst noch alles? Ja, passt schon. Ich habe jetzt nicht die alte Moment. Zack. Und weiter geht's. Ist natürlich unheimlich lustig, auf solchen lustigen Plattformen durch die Gegend zu reisen. Ich weiß nicht, was man machen soll. Das ist natürlich dumm von mir, dass ich das Ding jetzt genommen habe. Hätte ich vielleicht später gebaut können. Na, sei es doch. Ja. Ich muss erst einmal den letzten Raum nicht erkundet, da kommen wir auch mal später zurück. So. Ja. Autsch. Ja, immer schön auf diese scheiß Dinger eindreschen. Ah, kommt schon. Seid ihr mal fertig oder was? Jetzt habe ich keine Angst vor solchen Räumen. Jetzt habe ich rausgefunden, dass man die Dinge kaputt machen kann. Moniere ich. Ja, doch, rausgefunden trifft schon, ja. Ups. So unklug. Na, das ist so. Macht nichts, da möchte ich einfach mal zurück. So. Da ist nichts Interessantes, oder? Nein. Nichts Interessantes.
Na, dann können wir jetzt in den anderen Raum weitergehen, den ich zuvor gucken wollte. Oder bei dem ich zuvor gesagt habe, dass wir erstmal in den anderen Raum gucken möchten. Naja. Nein, das war schlecht. Na gut, macht nichts. Na, der Kürze, auf geht's weiter. Zum Beispiel besser ein Feuerstab. So. Ende. So. Was für ein Spaß. Ach, kommt. So ein schlechter Scherz. Okay. Einen Moment bitte. Jetzt warten wir erstmal, bis das Zeug aus ist. Und dann schauen wir es mal von neuem an. So. Ach, kommt. Ist das euer Ernst? Nee, verdammt. Das ist wieder alles aus. So. Mist. Ist mir die Magie ausgegangen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ups. Schwupp. An den Anfang erst einmal. Nehmen wir noch mal rein. Dann sind zumindest schon mal alle Magieflaschen respawned. Denn die brauche ich ganz dringend. Ohne die geht es nämlich nicht weiter. Und ja, let's try it again, sag ich nur. So. Jetzt noch einmal. Fahren wir und fahren wir und fahren wir und fahren wir. Zieht die erste Fackel an. Die zweite. Die dritte. Und wenn wir Glück haben, funktioniert es mit dem vierten noch. Perfekt. Schnell, 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 schnell. Keine Zeit zu verlieren. Oh. Oh. Oh, oh. Das sieht ja lustig aus. So. Oh oh. Ah, gut. Eine Karte. Sehr gut. Genau, was ich gesucht habe. Füllen wir ein bisschen Magie nach. Schauen wir auf die Karte drauf. Das sieht recht gut aus. Den Schlüssel haben wir jetzt mittlerweile auch schon. Jo. Machen wir so. Auf geht's. Schau das mal hier rein. Warten erstmal ein bisschen ab. Schau es da rein. Und laufen raus aus dem Raum. Da ich jetzt nicht mehr zurückgehen werde, hierher. Kann ich das gleich mal auffüllen. Soweit, so gut. Er
schaffen uns die Plattform und brettern rüber. So, ein Raum mit Schloss. Autsch. Ach du Mistvieh. So, vollkommen gemein. Eindeutig. Was war das vorne? Oh. Aber großzügig so. So, Schlüssel haben wir erhalten, laufen weiter. Oh, an was erinnerst du mich, ja? Ich weiß nicht, das könnte eventuell ein Klempner sein, in Rot gekleidet, so rein zufällig. Autsch, du Mistvieh, also drei Herzen. Ah. Ach, zur Hölle, brauche ich noch einen Schlüssel. So, gut, ich weiß es nicht. Das ist gut. Da ist wohl ein bisschen Köpfel angesagt. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Ich hätte eine Idee, Moment. Nein. Das funktioniert auch nicht. Schlechte Idee. Was könnte ich machen? Wie könnte ich euch besiegen? Nein, das hat nichts gebracht. Ja. Ach du Mistvieh. Autsch. Das bringt mich auch nicht viel weiter. Nein! Verdammt. Ich sollte etwas vorsichtiger sein, glaube ich. Denke ich. Was könnte ich euch denn kaputt machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Bombe? Nein, sie sind noch raus. Ich bräuchte noch einen Schlüssel, aber ich habe keine. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Karte. Aber da ist auch nichts mehr verzeichnet, was ich suchen oder finden könnte oder was auch immer. Das ist natürlich denkbar ungünstig, weil ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung habe, was ich machen sollte. Und diese guten Hundis. Kettenhunden. Ups, daneben. Nein, das hilft denen auch nicht weiter. Das ist irgendwie alles andere als produktiv, was ich jetzt gerade mache. Das funktioniert so nicht. Bäh. Möglicherweise gibt es noch was im Vorraum. Oder auch nicht. Schwer zu sagen. Was müsste ich machen? Auf was würden die hier wohl reagieren? Ups, Mist. Nee. Macht denn auch nichts. Ich bräuchte einen Schlüssel, aber ich weiß nicht woher. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Dann laufen wir erstmal zurück. Möglicherweise habe ich noch irgendwo irgendwas ausgelassen, was ich
holen könnte. Müsste oder bräuchte oder keine Ahnung. So, fahren wir mal quer durch den Raum. Klopp. Ja, verdammt. Mistvieh. Na, komm her, komm her, komm her, komm her. Bisschen was für mich. So. Eigentlich nur gut gemacht, nichts passiert. Sehr gut. Das ist schlecht. Jo, wie man sieht, habe ich absolut keine Ahnung, wie ich an diese komische Kettenhund bekommen soll. Äußerst unlustig. Möglicherweise ist im anderen Raum noch irgendwas in die Richtung, was ich vielleicht noch nicht gefunden habe. Ich mag es mal ein bisschen anzuzweifeln, aber... Na gut, ups. Falsche Richtung. Ach, zur Hölle. Vielleicht werde ich den ganzen Raum fahren. So, also hier sieht es danach aus, als wäre dann nichts, überhaupt nichts. Das ist auch nicht gut. Das so meint, dass ich irgendwas nicht hab. Ich glaube nicht, dass diese Kettenhunde irgendwie kaputt machen kannst. Ey, du wirst mal wieder stehen bleiben, blöde Plattform. Jo, was mache ich denn jetzt am dümmsten? Kaputtbar sind die auf jeden Fall nicht, das ist sicher. Schlüssel finde ich auch nirgendwo einen mehr. Autsch, Mistvieh. Nee, da war ich schon, da gab es glaube ich nichts mehr in die Richtung. Ja, wenn die Erinnerung nachlässt. Wie bekomme ich den Schlüssel in diesem Raum? Ja, ich habe zumindest eine Idee, wie ich die Kette von mir weghalten werde. Ups, so, so. Oder ich springe drüber. Ne, ich springe drüber, das ist schlecht. Oder? Ja, doch. Sehr schlecht. Ja. Das ist natürlich ein ziemlich verschwendeter Part, weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich jetzt schon ausgelassen habe. Ja. Na gut. Ich denke, es macht keinen großen Sinn, das jetzt noch ganz weiterzuführen. Erst einmal muss ich mich selber zurechtfinden und danach euch zeigen. Aus diesem Grund würde ich sagen, beende ich diesen Part. Ist eh schon fast an der Zeit. Hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, bis zu dem Punkt, bis ich stecken geblieben bin. Feedback ist natürlich gern gesehen. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal mit einer Lösung.